Hi, ich bin Henning und ich zeige euch heute anhand des Trauermarschs von Chopin, wie man relativ einfach und mit wenig Aufwand aus einem Klavierstück ein Orchesterarrangement anfertigen kann. Besonders klassische Kompositionen für Klavier sind sehr, sehr gut geeignet, um diese für Orchester zu arrangieren. Ich habe den Trauermarsch für sinfonisches Orchester arrangiert und hierbei versucht, den vierstimmigen Hornsatz, der im klassischen sinfonischen Orchester typisch wäre, durch Saxophone ergänzt. In Schulen ist das Instrument Saxophon einfach häufiger besetzt als das Horn. Der Klaviersatz dient durch das gesamte Arrangement als Fundament und wird auf die einzelnen Orchesterinstrumente aufgeteilt. Die originalen Klaviernoten, die ich als Grundlage herangezogen habe, stammen aus dem Internet von der Website IMSLP. Der Link ist in der Beschreibung zu finden. Der Klaviersatz dient in diesem Arrangement grundsätzlich als Fundament und wird auf die unterschiedlichen Instrumente des Orchesters aufgeteilt. Die Originalkomposition steht in der Tonart B-Moll. Das beinhaltet 5 B-Vorzeichen und ist eine für Streicher sehr undankbare Tonart. Daher habe ich mich entschieden, das Arrangement um einen Halbton nach oben zu transponieren. Dadurch entsteht die Tonart H-Moll mit 2 Kreuzen und diese Tonart ist gerade für Streicher besonders gut spielbar. Ein weiteres Problem ist, dass viele der Blasinstrumente transponierende Instrumente sind. Hier ist allerdings von Vorteil, dass die Notationssoftware diese Transposition in der Regel selbst berücksichtigt. Ich behandle in meinen Arrangements gerne jede einzelne Stimmengruppe als einen vierstimmigen Satz. Das heißt, ich habe Sopran, Alt, Tenor und Bassstimmen. Wenn ich die Melodie in einer etwas tieferen Lage habe, so wie es in der Klavierkomposition der Fall ist, dann gibt es für mich als Arrangeur schon einen Aufschluss darüber, welche Instrumente diese Melodie in der jeweiligen Lage spielen könnten. Die Begleitung ist ein immer wiederkehrendes Ostinato. Dieses Ostinato zieht sich durch den gesamten ersten Teil, durch die Komposition und kann sehr gut übernommen werden von beispielsweise den tiefen Streichern. Der Streichersatz dient in meinem Arrangement als Grundlage und wird lediglich durch die Blasinstrumente und in diesem Fall die Pauke klanglich ergänzt. Hören wir einmal rein, wie das Ganze nur von den Streichern gespielt klingt. Und nun ergänzt durch die Blasinstrumente. Jedes Schulorchester bietet andere Voraussetzungen. In einigen Orchestern gibt es mehr Streicher, in anderen mehr Bläser. Daher ist es sinnvoll, maximal 4 oder 5 Stimmen als Fundament für ein Arrangement zu konzipieren. Als nächstes überlege ich, welche Instrumente könnten gegebenenfalls den Streichersatz durch bestimmte Klangfarben ergänzen. In der Melodie am Anfang lässt sich die Klarinette durch die tiefe Lage und den runden, vollen Klang sehr gut zur Bratsche hinzumischen. An dieser Position, wo
ein neues melodisches Element eingefügt wird, wähle ich auch ein neues Instrument aus, um klanglich etwas Abwechslung zu erzeugen. Anstelle der doch recht weich klingenden Klarinette nehme ich nun die etwas schärfer klingende Oboe als Klangfarbe. Im Gesamtverlauf des Arrangements bietet es sich auch an, die Dynamik, die durch die Komposition vorgegeben wurde, also Forte, Mezzo Forte, in die Instrumentierung zu übertragen. Das bedeutet, dass der B-Teil, in dem sich die gesamte Melodie auch nach oben hin öffnet, gerne auch auf mehr Instrumente verteilt werden kann. An dieser Stelle kopiere ich die Melodie in verschiedene Instrumente, um einen sehr viel volleren Klang zu erzeugen. Ich beginne mit der Flöte und transponiere die Melodie eine Oktave nach oben, um einen größeren und sehr geöffneten Klang zu erzeugen. Im Blechbläsersatz beispielsweise lässt sich von den tiefen Blechbläsern wie der Tuba oder den Posaunen sehr gut die Bassstimme oder die Cellostimme doppeln. Die Begleitung des Cellos habe ich auch in die Bläser übertragen. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass gerade Blasinstrumente gelegentlich auch atmen müssen. Darum habe ich dieses immer wiederkehrende Ostinato, welches wir schon gehört haben, über zweitaktige Einheiten in die Blasinstrumente übertragen, sodass zwei Takte gespielt werden, zwei Takte Zeit sind zum Atmen. Da sich insgesamt in diesem Stück doch relativ viel melodisches Material und auch die Begleitung wiederholt, habe ich versucht, gerade an diesen Abschnitten durch kleine instrumentatorische Veränderungen, Abwechslung in das Arrangement hineinzubringen. So sieht man an dieser zweitaktigen Passage, in der wir die Melodie noch einmal hören, dass ich im Gegensatz zum Anfang deutlich mehr Blasinstrumente eingesetzt habe. Zum Ende hin wird das ganze Arrangement in sich wieder durch die Begleitung zurückgenommen. Es steigen nach und nach immer mehr Instrumente aus, sodass man am Ende wieder in einem sehr dünnen Streichersatz von drei Streicherstimmen und nur vier Holzblasinstrumenten zum Schluss kommt. So, nun habe ich euch an diesem Beispiel gezeigt, wie man so ein Arrangement anfertigen kann. Probiert es selbst aus, sucht euch ein schönes Stück für Klavier und übertragt es auf eure individuelle Besetzung in eurem Schulorchester.